Und Jörg so zu endlich mal wieder einer neuen Folge zu Aventarius Town. Und so auf der Map Teen Room. Und auf dem Kutschen EV Server. Und ich bin Twitter. Mit zusammen mit Artidog Larve. Oh, ich hab gerade aus fast den Twitter Westchat benutzt. Um das zu wollen. Hoch da. Hä? Aus irgendeinem Grund hat eine... Ach komm. C-Drücken gerade nicht funktioniert. Hier. Na Mann. Bisschen kommt es mir gerade so vor, als ob es laggen würde, obwohl recht wenige Leute auf dem Server sind. So. Let's play Titanic. Das ist nämlich etwas, was man auf diesem Server zwingend benötigt. Bitte! Oh Mann, das kann doch nicht sein. Wieso komme ich da nicht hoch? Ist doch normalerweise sonst auch kein so großes Problem. Ich überlege gerade, wieso ich mich bei Teen Room noch nie beschwert habe, dass die Map so oft ist. Wo ich weiß gerade gar nicht, ob die in Let's Play so oft ist, aber sonst spiele ich auch sehr oft auf der. So. Ich finde sowas irgendwie immer etwas seltsam, solche Geschehnisse. Ach komm. Ich hasse das. Jetzt, ich möchte einfach mal dort rein. Nein! Oh, geschafft. Hier nehme ich mir jetzt mal lieber eine andere Waffe. Und zwar, weil diese Waffe einfach mal der größte Scheiß ist. Wurde gerade auf mich geschossen? Wenn ja, dann sollte, müsste das ein Randomer gewesen sein. Würde ich mal von ausgehen. Also würde mich wundern, irgendwer mitbekommen hat, dass ich den einen Typen getötet habe, weil ich das doch sehr geschickt angestellt habe. Ich würde Namen sagen, ich kaufe mir noch eine Silence Pistol. Hm, wie sieht's denn aus? Warte! Ich werde angeschossen! Ich habe aber keine Ahnung von wem. Ich schieße auf dich, weil der andere Inno hat gerade eben den Traitor gekillt. Ich habe den Traitor zuerst einen Headshot gegeben, aber er ist nicht gestorben. Mhm. Eine logische Ausfolge bist du es. Was ich aber nicht verstehe, jemand hat einem Traitor einen Headshot gegeben und er ist nicht gestorben? Wieso das? Ich glaube nicht, die Logik ist nicht wahr. Kommt jetzt Team ihr beide oder was? Weiter mit Inno. Habe ich nicht irgendwas anderes? Body Armor kaufe ich mir mal. Ach scheiße, hätte ich das bloß nicht gemacht. Scheiße. Na gut. Okay. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Runde aufnehmen. So zwei oder drei Runden werde ich aufnehmen. Ich bin ja jetzt auf Sea Deutschland. Hä? Voll der seltsame Satz irgendwie. ja, auf diesem Server sind die Runden ja immer recht kurz eigentlich. Also vom möglichen Timeout her. Oder, ja. Es gibt einen Detective? Oh, stimmt. Die sind jetzt ein paar mehr wie gerade. Detective auch. Ich bin einfach der dritte Detective von einem. Was? Lustig, ich weiß, ne? Wieso hat es hier gerade so gewackelt? Kam mir auf jeden Fall so vor, als ob das irgendwie alles vibriert hätte oder so, der Boden. Ich höre Schüsse, wahrscheinlich von der M16. Smoke and Snipe, oh. Da sind schon gefährlich. Ich bin bei Oscar. Ach, und in Volu.
Scheiße. Hey, warum schießt du mich an, Junge? Der Typ kann ja nicht mal randomer gewesen sein. Da hinten steht noch jemand. Jule. Detective, aufpassen, ne? Ich werde angeschossen von der Seite für irgendwas. Scheiße, das ist ja wirklich gefährlich. Ich muss einfach meinem Gefühl folgen und ihn dann einfach angreifen. Ja, das ist einer der Traitor. Wäre nicht schon klar, dass er Traitor ist? Ja. Jedenfalls mal das eine etwas. Warte mal. Fire Mixer. Smash, okay. Der eine Typ war jetzt aber Traitor, oder? Der Illo. Nee. Und ja gut. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los war. Da war eine recht spannende Runde. Nee, ich mach lieber von euch wirklich. Keine Ahnung, was es gerade sollte. Ich behalte jetzt meine Shotgun. Oh, das ist Jule. Den ich in der letzten Runde mal hätte angreifen sollen, statt ihn in Ruhe zu lassen. Ich werde von der Seite angeschossen. Smash! Wieso hast du ihn erschossen? Smash ist Traitor! Smash ist Traitor! Okay, damit bin ich ja schon mal proven, ne? Außerdem habe ich jetzt einen Newton-Launcher, also haltet mich nicht für einen Traitor, wenn ich den mal in der Hand habe. Weil der Typ nämlich einen hatte. Hallo? Ich finde das immer so unheimlich, wenn niemand redet. Oh. Den hatte ich gerade vergessen zu identifizieren, der wurde von Smash erschossen. Oh. Was für eine Zeitverschwendung das war, mich zu identifizieren von ihm. Voll Zeitverschwendung. Na, keine Ahnung, was das sollte. Was ist denn der andere? Domibo, hä? Hä? So disgust. Achso, ich weiß aber nicht ganz wer. Hä? Ist mir das total suspekt. Wer von denen ist jetzt wie was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder hat Arti Doc Lava mich aus irgendeinem total suspekten Grund gewendet? Oder was war da los? Hm. Naja, bis zum Ende der Runde. Also, die Traitor haben gewonnen und Domibo hat überlebt. Demzufolge hat mich Arti Doc Lava gewendet. Arti Doc Lava, hast du mich gewendet, obwohl ich schon proven war? Ich habe keine Ahnung, was diese Scheiße soll. Solche Idioten sind einfach noch nerviger, wenn die nicht mal, wenn die schon randomen und dann nicht mal irgendwas checken und einfach noch so dumm sind, dass die einen töten, obwohl man proven ist. Oder Detectives randomen. Naja, wie auch immer. Also anscheinend hat er mich gewendet, weil er ja offensichtlich Inno war. Allerdings, oh, bin ich jetzt Traitor? Aber ja. Ich war gerade ganz kurz AFK. Diese Folge TTT ist jetzt zu Ende. Ich nehme jetzt nicht noch eine Runde auf. Also nicht einen Daumen vergessen, schönen Kommentar schreiben und bis zum nächsten Video.